fast gestorben beim Sturz. Ich loote den ganzen Müll noch. Den kann ich dann auch wieder dem Schmied verkaufen und der kann mir wieder Sachen schmieden. Toll, Geralt. Oh, du bist ein Held mit dem Springen. Brauchen Looter automatisch die Umgebung. Mod. Wir sollten ja auch erstmal bei Meditation darüber nachdenken, was wir getan haben. Und es den Blut wälzen. Toll, wenn irgendjemand in der Nacht mitten im Nirgendwo schreit. Das ist immer am angenehmsten. Wo sind wir überhaupt kartentechnisch? Ach guck mal, da ist ein Fragezeichen. Und das sieht gar nicht mal so uninteressant aus, das Gebäude, was da steht. Oh, und guck mal, das ist ja... Ach, bei Tag sieht man gleich viel mehr. Da sind noch Dosan Ritterhosen drin. Da waren noch Reparaturkits drin. Hier ist ein guter Becher drin. Für spätere Alkohol trinken. Ich glaube, das war noch ein Kraut. Und nun geht ihr ein Eis essen oder einen Kaffee trinken. Ich oder wer? Übrigens... Oh, Wölfe. Oder Wildhunde oder was auch immer es sein soll. Sind die jetzt geflohen, weil ich einen getötet habe? Verdammt, bist du hässlich. Sag sowas nicht. Die haben nur kein Zuhause bekommen. Übrigens pushe ich die ganze Zeit mein Schwert, weil wenn ich jetzt immer einen schweren Angriff starte, gelten die nächsten 5 Angriffe, glaube ich, als schwer, stärker. Irgendwie sowas, was bei der Katzenrüstung. Durch starke Angriffe wird der Schaden von schnellen Angriffen 5 Sekunden lang um 10% erhöht. Ah, pro Ausrüstungsteil erhöht. Derzeitiger Bonus 50%. Deshalb versuche ich immer mit dem schweren Angriff zu eröffnen. Am Bauhaus. Verdammt, hier stimmt was ganz. Ja, hier stimmt nämlich nicht, dass du hier ins Gebiet reingehst und direkt zerfetzt wirst. Ach, hört auf. Yeah.
Die machen irgendwie kaum Schaden an mir. Wahrscheinlich, weil gerade Tag ist. Oh, guck mal, was da vorne ist. Da bewegt sich irgendwas Großes im Schatten. Oder in der Sonne. Bei dem sagst du nicht, boah, bist du aber hässlich. Zeit zu sterben. Ich glaube, Feuer findet der nicht so geil. Eigentlich. Waldteufel. Und jetzt? Na, meditierst du erstmal und sagst, ich habe jetzt hier den Waldteufel besiegt. Und der hat eigentlich nichts gehabt. Arbeit, mal Arbeit. Und ich hol mir auch noch was weg. Sorgfältig geführtes Tagebuch. Ich verliere die Hoffnung, dass die Wahrheit Franzios jemals erreichen wird. Dass er jemals aus meinem Leben verschwinden wird. All mein verzweifeltes Flehen, er möge mich uns in Frieden lassen, war vergebens. Ich war dumm und naiv genug zu glauben, er würde aufgeben nach... dem er Albert und mich zusammen gesehen hatte. Ich willigte in ein letztes Gespräch ein. Ich wollte ihm unmissverständlich deutlich machen, dass ich ihn nicht heiraten kann und er mich vergessen muss. Doch ich betrank mich. Sein Blick war so anrührend traurig. Er hatte mir Juwelen als Geschenk gebracht. Ich warf sie zu Boden, bedeckte sie mit Staub und sagte, ich würde ihn heiraten, wenn Weinreben aus ihnen wüchsen. Franzios verstand nicht. Wenigstens hat er mich heute in Ruhe gelassen. Durchs Fenster sehe ich, wie der Sturm draußen wütet. Bald wird es Regen geben. Hunde heulen den Mond an. Katzen singen ihre Nachtserenaden. Dies wird eine schwere Nacht. Und ich bin so seltsam unruhig. Ist es möglich, dass die Geschichte noch nicht vorbei ist? Ganz ehrlich, wir haben die Männer nichts als Wein und weiter im Hirn. Vielen Dank für deine Hilfe. Sträuch. Siehst du das? Willkommen in Toussaint. Toll. Ah! Geh weg! Ich will da rein! Jetzt habe ich mich hier um die Kacke gekümmert. Ach, da ist eine Kiste. Oh, ich würde am liebsten absolut gar nichts tun. Wenn so das Leben funktionieren würde, einfach gar nichts tun. Dann, ja, wird es uns allen besser gehen. Leider würden wir dann verhungern. Komme ich irgendwo rein in das doofe Gebäude? Auch nicht. Früher konnte man noch in alle Gebäude reingehen. Kannst du nicht laufen? Du bist doch kein Pirat. Hey! Turnier-Champion! Hey! Turnier-Champion! Ich könnte auch billig Synchronsprecher sein von Witcher. Hier
Frau als Sicherheit haben. Nur ein Hexer kann das Biest überwinden. Sieht aber nicht so aus, wenn außer Trauben hier noch irgendwas Vernünftiges ist. Jetzt legt mein kaputtes Bein wieder los. Und? Was haben wir davon? Buckelkrumm, das war's auch schon. Von der Blüte bis in die Flasche. Ein wundervoller Prozess. Sie sind ja alle ziemlich hochmotiviert von der Arbeit. Da sind auch wieder nur Trauben. Ich widme mich jetzt echt mal ganz kurz noch dem anderen Feld. Ich mache echt nicht alles. Aber zwischendurch brauche ich einfach ein bisschen, Zerstreuung. Ich glaube, da sind ein paar Banditen mit Reittieren. Nee, eigentlich wollte ich abbrechen, aber... Ich glaube, ich kann ihn nicht abschießen. Das war doch die richtige Höhe. Ich glaube, er will mich nicht angreifen. Vielleicht, wenn ich sein Nest hier oben finde. Mal sehen, ob ich etwas finde, das Merten hier zurückgelassen hat. Aha. Hier soll ein bisschen was sein von der Großmeisterrüstung Manticore. Das Manticore-Schwert. Mitten im Tagebuch von einem Gefangenen, der früher hier eingesperrt war. Merten hat sich seine Straße abgesessen. Den Tagebuchaufzeichnungen nach ist Merten vom Gefängnis aus direkt zur legendären Höhle gezogen. In der soll auch Majoran einst gehaust haben. Dahin gehe ich jetzt. Wie schmeckt dir das? Ach, Scheiße! Doch, der scheiß Zeichen. Diese scheiß Brixer oder wie auch immer die nochmal heißt. Bruxer. Thank you.
Okay, ist eine Alpe, aber an sich habe ich gedacht, es wäre eine Bruxa. Die hat doch genauso gekämpft wie die Bruxa, die wir mal bekämpft haben. Es schien ein ganz normaler Tag in der herzoglichen Schatzkammer zu werden. Beginn mit Baguette und Camembert. Fortfahren mit Sortieren von Pergamenten, schließlich vor Sonnenuntergang den Heimweg antreten. Doch heute wurde der normale Ablauf der Ereignisse gestört, dramatisch gestört. Ich fand im Archiv eine hochinteressante Notiz, dazu einen Schlüssel. Der Schlüssel ist die Hauptsache. Denn nach dem, was ich den staubigen Aufzeichnungen entnehmen konnte, öffnet er eine Truhe voller Goldstücke. Doch ich greife vor. Ich fand beim üblichen Sortieren den Auftrag, dass... Bostoy-Gefängnis zu reformieren, von Herzogin Henry Gras höchst selbst. Wir wissen alle, wie übel dieses Experiment, endete. Die Ruinen des Gefängnisses schlagen mit ihren zermalmten Skeletten und den Geschichten über die heulenden Geister der ermordeten Wachen noch heute jeden Besucher in die Flucht. Doch ich wusste, dass sich dort eine Truhe verbarg. Hier ist Kohle. Man kann einfach schreiben in die Notiz, hier ist Kohle, hier ist Geld, hier ist ein Schatz. Ah, da ist der Schatz. Toussaint Herzogswächter Hauptmann Rüstung. Und Rezeptkram. Und eine Transmutator. Arbeitsauftrag, das war zu der Neustrukturierung. Erinnerung des Bibliothekars. Oh, Rezeptfärbemittel für schwarze Rüstung. Dabei ist schwarz eher grau zu sehen hier. Ach komm, wir machen wirklich den Weg mal hier in den Fragezeichen runter, dann gehen wir hier rüber. Und dann reisen wir direkt nach Osten runter zum Palast, bis wir in der Stadt sind und Wein ist heilig dann weiterführen können. Weil die Nebenquests haben wir ja teilweise schon gemacht. Deshalb könnten wir nur was finden, wenn jetzt wirklich was auftaucht. Auf dem Weg. Ich trage im Moment blau, das ist nicht grau. Oder meinst du die Farbe, die ich hier habe? Ah, für graue Rüstung, okay. Damit kann schwarze Rüstung ja doch noch richtig schwarz aussehen. Dann kann ich der schwarze Ritter Geralt werden. Fahrender Hundekrieger. Was mir aber auffällt auf dem DLC ist wirklich, dass sehr viele Türen verschlossen sind. Vor allem, wenn man unterwegs ist. Ah, ich habe einen Schneider hier drin. Der denkt, meine Scheinwerfer sind der Mond. Ich meine jetzt gerade hier im Raum. Schönen guten Abend, deutscher Vampir. Moment. Auch wenn da kein Fragezeichen dran ist, das sieht doch aus wie ein Lager. Das sieht aus wie Banditen, oder? Verdammt, du mein Hirn am Nummern schieben. Das ist Toussaint, mein Herzensbuch. Was gibt's, mein Flach gemacht? Kusch, kusch, du nervst mich. Dann raube ich euch einfach aus. Also ist Geralt dann noch viel schlimmer als alle Charaktere bei den Oblivion-Geschichten, bei Elder Scrolls, weil da muss man ja wenigstens noch was skillen, um die zu beklauen. Hier gehst du einfach hin und nimmst die Sachen weg.
Upsala. Hilfe. Was ist denn hier los? Ich habe meine Farben verloren. Monster! Monster dort in der Höhle! Wir konnten fliehen, aber Hugo ist noch drin. Hugo? Unser Bruder. Der ist noch da drin. Hilf uns, hol ihn raus. Wir zahlen auch dafür. Was hat euch denn angegriffen? Was weiß ich? Wir sind gerannt, so wie der Boden erzitterte. Zum Ausgang. Nur Hugo ist in die andere Richtung gelaufen. Es kamen also Monster aus dem Boden? Eigentlich bin ich mir nicht sicher. Wir sind gelaufen. Wir haben uns nicht umgedreht. Warum seid ihr da eigentlich reingegangen? Wir haben uns verlaufen. Habt ihr die Höhle mit der Hauptstraße verwechselt? Beim Haar an meinem Kinn, welche Rolle spielt es, ob wir spazieren gegangen sind oder Seewanz gepflückt haben? Hugo ist da drin, in schlimmer Gefahr, das zählt. Holst du ihn nun da raus oder nicht? Jede Sekunde zählt. Belohnung? Ich kann reingehen, aber nicht umsonst. Wie viel würdest du nehmen? Ein vernünftiger Preis. Gut, ich sehe nach ihm. Ihr beiden bleibt hier. Vater weiß es eben nicht. Mal eben das Zeichen wechseln. Boah, ich hasse die Viecher. Ja, es ist laut. Da kommt die Mutter. Weil wer kommt auf die scheiß Idee, einen Gegnertyp einzufügen, wo man dann keine Tränke mehr nehmen kann? Nachdem sie auch das weggemacht haben, dass man essen kann während des Kampfes. Da mache ich mich direkt so voll. Wie schmeckt dir das Silber? Feuer. Ich glaube nicht, dass ich Angst vor dir habe. Da vorne ist noch einer.
Ach, hier sind die Eier. Frisches Blut an der Klinge. Ob sie Hugo gehört hat? Sie haben Hugo bestimmt getötet hier. Die Arschlöcher. Warum sollten die sonst hier in irgendeiner verlassenen Höhle im Nirgendwo sein? Warm und feucht. Kikimoras mögen es kühler. Darum bleiben sie wohl auf Abstand. Mann, ist das heiß. Ich verbrühe mich. Etwas Schutz wäre nicht verkehrt. Vielleicht ist Quen das Richtige. Ups, Entschuldigung. Geralt. Ich habe gesehen, hier unten war eine Kiste. Filter. Und ja, ich verliere die ganze Zeit HP. Das hat was damit zu tun, dass es sehr heiß ist. Blutspur. Hugo könnte verwundet sein. Ich höre einen Feind. Oder? Bist du Hugo? Deine Brüder schicken mich. Ha! Bastarde, Gauner, Hurensöhne. Sie haben sich auf mich gestürzt, konnten mich aber nicht überwältigen. Und jetzt schicken sie einen Gauner, damit er die Sache zu Ende bringt? Wovon redest du? Ich bin ihnen draußen begegnet. Sie haben von einem Monsterangriff erzählt. Sie haben es nach draußen geschafft, du nicht. Sie schicken mich, um dir zu helfen. Das haben sie dir gesagt? Diese verlogenen Hunde. Das ist gewiss nur wieder eine Lüge. Komm schon, beruhige dich. Was ist hier los? Ich bin Hugo Monar. Vielleicht hast du von meinem Vater gehört. Victor Monar. Berühmter Cognac-Brenner. Vor seinem Tod haben wir uns gestritten, wer das Familienunternehmen übernimmt. Darum hat Vater beschlossen, uns zur Zusammenarbeit zu zwingen. Er hat seine Brennerei in Teile zerlegt. Drei davon hat er versteckt und jedem von uns eins der Verstecke gesagt. Als meine Brüder erfuhren, dass mein Teil hier verborgen liegt, haben sie entschieden, dass sie mich nicht mehr brauchen. Sie wollten einen Geschäftspartner weniger. Wortwörtlich. Wir haben gestritten und gekämpft. Der Krach muss die Biester angelockt haben. Die beiden sind zum Ausgang. Ich bin tiefer reingelaufen. Hm. Wegen des Teils einer Brennerei bist du hier. Ist es das hier? Ja. Wo hast du es gefunden? Am Grund einer heißen Quelle. Euer Vater hat es wirklich gut versteckt. Und ich habe gut gesucht. Dein Lohn. Es ist nicht viel, ich weiß. Aber ich verspreche dir die besten Preise, wenn die Taverne wieder läuft. Ich komme drauf zurück. Toll, 7 Erfahrung. Gehen wir jetzt. Deine Brüder warten. Da lasse ich ihn nächstes Mal lieber verrecken. Warte, sieh mal da, meine Brüder. Sie haben ein paar Strolche gedungen. Sie wollen mich überfallen. Gedungen? Das wissen wir nicht. Willst du etwa behaupten, es ist reiner Zufall, dass sie mit Bewaffneten zurückkehren? Sie kommen wegen des letzten Brennereiteils. Töten würden sie mich dafür.
bitte. Du bist meine einzige Hoffnung. Töte sie, sonst töten sie mich. Ich soll deine Brüder töten? Na, die vielleicht nicht. Aber die anderen Übeltäter. Meine Brüder, ich weiß nicht. Kannst du sie vielleicht kampfunfähig machen? Ha, wirst du mich beschützen? Ich bring doch wegen eines Familienkrachs um ein paar Ersatzteile niemanden um. Wir gehen darüber. Und dann redet ihr drüber und begrabt den Streit. Aber wenn sie angreifen, beschützt du mich, ja? Wenn sie unprovoziert angreifen, gehen wir. Hugo, bist du wohl auf? Wir haben uns Sorgen gemacht. Warum glaube ich das nicht? Hör mal, uns ist klar geworden, dass dieser Krach völliger Unsinn ist. Idiotisch. Die hätte wer weiß was zustoßen können. Das hätten wir uns nie verziehen. Lucien hat recht. Wir müssen das Kriegsbeil begraben und zusammenhalten. Wie Vater es wollte. Ihr sagt, ihr habt gute Absichten. Aber was ist mit diesen Männern? Das sind Jäger, die ihr Lager in der Nähe haben. Sie haben uns gesehen und gefragt, ob wir ihre Hilfe brauchen. Du warst ziemlich lange da drin. Mit diesen Männern wollten wir dir zu Hilfe kommen. Na schön. Gut zu wissen, dass ihr euch jetzt vertragt. Ich muss dann wirklich weiter. Natürlich. Deine Bezahlung. Wir danken dir für deine Hilfe. Wenn du mal in der Nähe bist, komm in den Schlauberger. Superber Cognac, einer der besten. Mach ich. Bis dann. Hmm.